Ja, herzlich willkommen hier an unserem Neville-Stand auf der Intergeo 2021 und herzlich willkommen zu dem kurzen Vortrag über hybride Arbeitsabläufe im Bereich 3D-Laserscanning mit Drittanwendungen oder eben auch der Integration. Schauen wir mal rein. Warum sprechen wir als Nevis auf der Intergeo überhaupt über Drittanwendungen? Das ist jetzt die Frage. Dann möchte ich gerne von Ihnen wissen, was Sie nutzen in Ihrer täglichen Arbeit rund um Punktwolkenverarbeitung. Wir sprechen natürlich über die Arbeitsabläufe, so wie sie jetzt vorhanden sind. Wir haben ein paar Beispiele für Sie zusammengestellt, an denen Sie die Arbeitsabläufe sehen können. Und natürlich möchte ich Ihnen Ihre Nevis-Lösung präsentieren. Warum überhaupt Drittsoftwareanbieter? Warum nennen wir die hier? Nun, zum einen gibt es ja so wahnsinnig viele Anwendungen für das 3D-Laserscanning und eben auch für das Mobile Mapping. Insofern, Sie kennen selber BIM, 2D-Zeichnungen, 3D-Modelle, Visualisierung sind hier die herausragenden Themen, aber diese Liste ist natürlich wesentlich länger. Außerdem gibt es halt schon im Markt sehr, sehr viele Lösungen, sowohl in der Hardware als auch in der Software, als auch als Plattformen. Und last but not least an dieser Stelle haben Sie natürlich schon Ihre eigenen Arbeitsabläufe, die voll implementiert sind, die Sie natürlich sehr gut kennen und manchmal die auch gefordert sind von Ihren Kunden. Und jetzt möchte ich gerne ein paar Sachen von Ihnen wissen. Nennen Sie mir doch einfach, welche Hardware oder Software Sie einsetzen. Du hast Hardware, Software? Also, ansonsten kenne ich ein paar Leute von Ihnen. Klaus, du lachst, warum? Also ich würde jetzt hier mal zum Beispiel eine ScanStation eintragen. Auf der anderen Seite, ich gucke noch mal in die Runde, da sehe ich einen Cyclen-Anwender, außerdem Cloudworks. Gibt es weitere Anwendungen im Bereich 3D-Laserscanning? Da sehe ich noch einen Kollegen. Da sehe ich noch jemanden, der ein Faro Focus anwendet und dementsprechend auch, Entschuldigung, und soweit ich mich erinnern kann, AutoCAD und Revit anwendet. Lassen wir es mal bei dieser Liste. Die Liste kann natürlich wesentlich länger sein. Wir kommen gleich auf diese Liste nochmal zurück. Schauen wir weiter. Ich muss nochmal reinklicken. Wir müssen ganz kurz auf den Workflow von Nevis eingehen. Was machen wir? Natürlich werden die Daten erstmal erfasst. Und das kann halt mit den Nevis-Sensoren oder mit Drittsensoren passieren. Drohnen, UAV, Handscanner, andere mobile Systeme, statische Scanner, spielt keine Rolle an der Stelle. Danach sind wir komplett unter dem Dach von Ivion, Nevis Ivion Core. Das ist eine Software-as-a-Service-Plattform in der Cloud und alles, was jetzt passiert im Post-Processing, findet darunter statt. Zum Beispiel als ersten Schritt das Hochladen von Nevis-Daten, der Upload. Dann werden diese dynamisch erfassten Daten von den Nevis-Sensoren, sei es nur vom VLX oder von dem M6, in der Cloud prozessiert. Es werden also die Punktwolken, die Panoramen und 2D-Karten erzeugt. Und dann, und das ist das Entscheidende auch, können Dritt-Soft- oder Dritt-Punktwolken hochgeladen werden, egal woher die kommen. Anschließend werden diese Daten dann alle registriert zusammen. Und wenn Sie dann weitergehen wollen in der Nevis-Lösung, in Nevis Ivion, werden die publiziert und für die Zusammenarbeit in der Cloud bereitgestellt. Schauen wir uns den Hardware-Workflow an. Im Grunde haben wir den gerade schon angesprochen. Sie haben eine Dritthardware, das kann ein statischer Scanner, Handscanner oder auch ein anderes dynamisches System sein. Und an der Stelle, wie eben beschrieben, werden Sie die Daten in die Nevis-Plattform importieren können. Also extrem einfach, haben wir verstanden. Dann gibt es den spannenden Bereich, wie Nevis Ivion, also der ganz rechte äußere Part, also die Daten in der Cloud,
in Drittsoftware integriert werden können. Schauen wir uns da mal zwei Beispiele an. Das erste Beispiel ist die kostenfreie Integration von Nevis Avion in Autodesk Revit. Das heißt, wir haben hier ein 3D-Modell in Revit. Wir sind also hier komplett jetzt in der Revit-Oberfläche. Dieses wird ganz einfach über wenige Klicks mit der Avion-Plattform verbunden. Und der Kollege hier klickt jetzt einfach in sein Revit-Modell und ist dann in der Avion-Plattform. Und dort werden die 2D-Panoramen ihm angezeigt von dem Punkt, in den er reingeklickt hat. Es können einfache Messungen dann an der Stelle zur Kontrolle durchgeführt werden. Also sowohl in dem Mapping auf der rechten Seite in Avion als auch in Revit. Oder für mich persönlich der ganz, ganz wichtige Aspekt, Zusammenarbeit. Heißt, ich sehe in dem Avion, dass eine Wand fehlt und kann meinem Kollegen, meiner Kollegin dann genau das über die Avion-Plattform mitteilen mit einem entsprechenden Screenshot und sagen, hey, bitte modelliere hier nach, kontrolliere das nochmal und ändere das Modell an der Stelle beziehungsweise ergänze das Modell. Zweites Beispiel für die Integration der Nevis-Plattform in Drittsoftware am Beispiel von dem BIM-M-Tool in Archicad. Hier wird es jetzt ein bisschen schneller. Das heißt, der Kollege definiert einfach in seinem BIM-M-Tool die Höhe des Raumes, dann über die Avion-Plattform. Dann wird der Boden definiert. Somit habe ich die Höhe der Wand definiert. Und jetzt wird einfach in der Avion-Plattform zwei Punkte auf den Wänden geklickt. Diese Punkte werden natürlich dann in das Archicad übernommen, als erstmal als Koordinaten. Und da ich ja weiß, in welcher Höhe ich mich bewege, ist es dann auch sehr einfach, aus diesen gepickten Punkten die Wände sofort zu generieren. Schauen wir uns das noch weiter an. Er hat schon fertig gemacht. Die Wände sind erstellt in den definierten Bereich. Der Kollege oder die Kollegin geht jetzt auf die Fenster, definiert die zwei Ecken von den Fenstern. Wir wissen, die liegen in den Wänden und sofort werden die Fenster entsprechend in dem 3D-Modell dargestellt. An der Stelle sagt man immer gerne in der Präsentation, nach wenigen Klicks ist das Modell entsprechend fertig. Das heißt, wir sehen hier, wie das Modell sich auf der rechten Seite in Archicad über das BIM-M-Tool aufbaut. Wir springen weiter. Wir sehen auf dieser Folie, die Sie übrigens auch hinten hinter der Wand, hinter der weißen Wand finden, verschiedene Möglichkeiten, wie wir die Punktwolken auch aus der Avion-Welt ausgeben können. Zum Beispiel, Sie haben mit dem Nevis-System gescannt, haben den Upload gemacht, sind im Cloud-Processing. Direkt nach dem Cloud-Processing können Sie entsprechend Punktwolken im E57 oder LAS-PLY-Format herunterladen. Das Gleiche gilt natürlich auch, wenn Sie eigene Daten noch hinzugefügt haben und Sie dann die komplett registrierten Punktwolken hier über die Crop-and-Download-Funktion ausgeben. Die dritte Variante wäre, hier aus dem Zusammenarbeitswerkzeug ebenfalls diese Daten als E57 zum Beispiel auszugeben. Warum habe ich hier dreimal das gemacht? Weil das hier können theoretisch Ihre Endkunden dann auch machen. Zum Beispiel, Sie arbeiten mit einem Architekten zusammen, geben ihm die Avion-Plattform und der oder die Architektin können die Daten dann sofort herausgeben. Schauen wir uns wieder zwei Beispiele dazu an. Es geht ja darum, diese Daten dann in Drittsoftware zu integrieren und hier dann weiterzuarbeiten, um die 2D-Pläne oder 3D-CAD-Modelle zu erzeugen. Schauen wir uns, wie gesagt, dazu zwei Beispiele an. Das erste Beispiel kommt von den Kollegen des Geohauses in Mülheim. Wir haben hier also gescannt mit dem Nevis VLX. Innerhalb weniger Minuten haben wir hier das Büro über zwei Etagen gescannt. Wir sind auch noch durch den Innenhof, über die Straße, über den Platz gelaufen. Und ich habe das hier einfach so aufbereitet, damit Sie den Grundriss des Erdgeschosses mal sehen. Das heißt, wir haben hier in der Mitte ein sehr schönes geschwungenes Treppenhaus. Das erkennen wir dann gleich wieder. Sie können also hier jetzt auch auswählen, welche Bereiche Sie exportieren wollen. Hier wurde das ganze Erdgeschoss exportiert und in PointCap geladen. Das heißt, die Punktwolke sieht dann in PointCap aus, wie wir es hier sehen.
sieht schon fast nach einem Grundriss aus, aber es sind ja immer noch einzelne Punkte. Insofern ist PointCap in der Lage, aus der Nevis-Punktwolke hier Linienelemente automatisiert zu generieren. Das sind natürlich viele kleine Linien, die dann zu längeren Linien verarbeitet werden müssen. Aber erstmal erfolgt dieser Schritt vollautomatisch. Und dann ist es klar, was passiert. Hier sollten 2D-Grundrisse erzeugt werden. Der Plan wird dann entsprechend aus diesen Linien mit Bemaßung abgeleitet. Also hier nochmal Danke an GeoHaus und eben PointCap als Lösung. Eine weitere Möglichkeit, wenn wir in die Cyclen- oder Cloudworks-Welt von Leica Geosystems eintauchen. Hier ein Beispiel von einem Kunden, der ein Ladenlokal aufgemessen hat. Wir sind wieder in der Ivian-Plattform. Der Kunde definiert hier wieder über einen Zaun den Bereich, den er jetzt exportieren möchte, um diesen anschließend in seine Anwendung Cyclen und Cloudworks zu integrieren. Über diese Kiste wird dieser Bereich zugeschnitten. Ich kann drehen, verschieben, alles, was wir jetzt gesehen haben. Und jetzt gehen wir auf der rechten Seite auf den E57-Download, wo wir hier auf der Seite noch auswählen können, in welchem Koordinatensystem wir exportieren möchten. Der Kollege geht auf Punktwolke, löst dann mit den E57-Export aus. Wie sieht das dann später in der Endanwendung aus? Das heißt, in dem klassischen Cyclen wird ganz normal eine Datenbank angelegt, die Daten werden importiert und Sie haben die Daten dann in der Cyclen-Welt. Das sieht so aus oder dann als schattierte Darstellung so, aber wir wollen ja hin zum 2D-Plan, zum 3D-Modell. Also wird in Cloudworks, an diesem Beispiel für AutoCAD, gearbeitet. Die Daten werden also in das Cloudworks in AutoCAD integriert. Wir navigieren mal ein bisschen, schauen isometrisch auf die Punktwolke drauf oder von der Seite, um jetzt den Horizontalschnitt durch die Punktwolke zu legen. Ich persönlich arbeite lieber in den Intensitätswerten. Wir ziehen uns also einen Schnitt durch die Punktwolke, schauen von oben da drauf und nutzen jetzt Werkzeuge von Cloudworks, in diesem Beispiel jetzt die 2-Pick-Methode. Das heißt, hier werden 2 Pickpunkte gesetzt und zwischen diesen beiden Pickpunkten wird eine ausgleichende Gerade erzeugt. Das geht sehr schnell. Am Ende natürlich auf Linie schließen gehen. Schauen wir es uns noch an. Also hier hat man gerade auch schön gesehen, dass die Linie wirklich in die Punktwolke reingerechnet werden kann. Wir machen nochmal hier eine Linie, eine Gerade. Schauen wir mal, gehen einfach über die Wand drüber, um hier auch eine Wandstärke an der Stelle mal zu sehen. Machen die Punktwolke im Hintergrund mal aus. Das heißt, diese Linienelemente sind jetzt Elemente in AutoCAD. Und Sie können sich vorstellen, dass es an der Stelle jetzt auch einfach ist, dieses zu extrudieren und zu einem 3D-Modell zusammenzusetzen. Wie sieht das Ganze dann aus? Nach wenigen Klicks, Sie kennen den Spruch schon, ist halt alles, sind alle Wände gezeichnet, die Bemaßung entsprechend gemacht. Gucken wir mal detaillierter rein. Das heißt, Sie sehen hier auch noch eine offene Tür oder hier sogar sehen Sie die Stärke der Tür. So viel zum Thema der Genauigkeit des VLX. Sie sehen also hier wirklich, dass die Tür eine entsprechende Stärke hat. Aber so sieht der 2D-Plan dann aus. Und das Endergebnis ist natürlich der druckbare 2D-Plan hier vom Büro 3D Solutions aus Wilnsdorf. Was ist jetzt Ihre Nevis-Lösung? Das Plakat kennen wir schon. Wenn ich mal zurückgehe zu unserer Liste, dann war die relativ kurz, aber es spielt keine Rolle, weil wir haben jetzt schon einiges gesehen. Wir haben gesehen, wir haben hier verschiedene Sensoren. Die Liste können wir wirklich verlängern bis sonst wohin, weil im Grunde alle diese Sensoren und die entsprechende Software zum Beispiel das Format E57 exportieren können. Also, wenn wir zurück zu unserer Übersicht gehen, dann spielt sich der Bereich hier ab. Wir haben also Drittsensoren, die die Punktwolke liefern. Diese wird wieder hier importiert und Sie können damit weiterarbeiten in der Nevis-Lösung. Also egal, welche Sensoren Sie im Moment schon nutzen, Sie können diese in der Nevis-Welt ebenfalls nutzen. Gehen wir auf die Software-Seite. Da haben wir jetzt
Autodesk-Produkte oder exemplarisch cyclen. Sie können genauso gut Pharos ziehen, LFM oder sonst Software nehmen. Sind wir eigentlich im genau gleichen Spektrum? Sie haben überall die Möglichkeit, die E57-Formate an dieser Stelle aus den Nevis-Lösungen herauszubekommen und in die entsprechenden Softwarepakete importieren zu können, die mit Punktwolken arbeiten können. Insofern behaupte ich, dass jeder von Ihnen, der mit Punktwolken unterwegs ist, entsprechend das Nevis-System einbinden kann, beziehungsweise Ihre aktuellen Daten in das Nevis-System bringen kann. Und damit gerne auch Fragen. Sie können auch genauso gut jeden hier am Stand fragen, sich eine Demo geben lassen oder Ihren Workflow abklären. Gibt es aktuell brennende Fragen? Ich sehe, das ist nicht der Fall. Insofern habe ich zu danken. Herzlichen Dank. Wie gesagt, sprechen Sie mit den Kollegen und bleiben Sie uns gewogen. Vielen Dank.